Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ansonsten erwarte ich, dass man in Mexiko die Schuhe anbehalten darf, weil ich das jetzt von mehreren Seiten gehört habe, dass das irgendwie normal ist, die Schuhe anzulassen in der Wohnung. Und deswegen bin ich bin wirklich sehr, sehr neugierig, ob ich das dann mir quasi aneigne als neue Eigenschaft oder nicht. Ich bin generell so gespannt, weil ich glaube, man kann einfach so viel dazu lernen und sich einfach so viel von der Kultur mitnehmen. Und ich glaube, das ist halt einfach eine riesige Bereicherung. Und ich bin so gespannt, was ich mir da alles irgendwie mitnehmen kann kulturell, weil ich... Das hört sich so falsch an. Oh, ich weiß, es hört sich falsch an, aber ich fühle es total, was sie sagt. Weißt du, was sie sagt, was ich selber sage vor einem halben Jahr oder so. Man kann sich so viel kulturell mitnehmen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wie gesagt, ich wurde so irgendwie in Familien auch rein integriert und habe mich echt zu Hause gefühlt. Und zum Punkt mit den Schuhen. Ich habe in einer deutschen WG gewohnt mit zwei deutschen anderen Mädels und vorher waren wir fünf andere Mädels. Also insgesamt waren wir fünf. Und wir haben halt einfach immer die Schuhe ausgezogen, aber wir waren halt auch eine deutsche WG. Wiederum in anderen mexikanischen Haushalten, ich kann mich nicht erinnern, jemals die Schuhe ausgezogen zu haben. Ich glaube nicht. Ich glaube, Mexiko war tatsächlich, um zum nächsten Punkt zu kommen, eine sehr herzliche und offene Kultur. Und ich glaube, man kann sich von der Herzlichkeit definitiv eine Scheibe abschneiden. Ich glaube, auch die Menschen sind definitiv voller Lebensfreude und ganz anders drauf als hier in Deutschland. Und ich glaube, da wird das Leben auch nicht ganz so ernst genommen, behaupte ich. Ich werde es herausfinden und euch sagen. Dazu habe ich ja gerade schon so ein bisschen gesagt, die Kultur bzw. die Menschen, die ich kennengelernt habe, alle waren offen, alle waren super herzlich, hilfsbereit. Du wurdest richtig adoptiert. Du wurdest einfach gefühlt wirklich in die Familie adoptiert. Du wurdest auf Geburtstage eingeladen, hast an irgendwelchen Traditionen mitgewirkt und es war einfach echt schön. Es war richtig, richtig schön, so viel mitzunehmen von der Kultur und so viele coole Menschen kennenzulernen, die dich halt einfach teilweise wie Familie behandelt haben. Auch die Lebensfreude war eine ganz andere. Das Ding ist, man hat wirklich viel mehr im Moment gelebt. Man hat jede Kleinigkeit zu wertschätzen gewusst. Und klar hat man sich auch zwischendurch mal richtig, richtig irgendwie abgefuckt über irgendwas. Dann hieß es aber halt einfach, niemals noch, kann man halt einfach nichts machen, liebe Leute. Und deswegen ging es dann halt direkt weiter. Und dann wurde wieder im Moment gelebt und wieder das Leben gefeiert. Und es war einfach echt, echt schön. Aber das Muster, was ich erkennen konnte, war tatsächlich, dass die Menschen, die tatsächlich ein bisschen besser betucht waren, eher perfektionistisch waren und eher so ein bisschen die Züge, die hier halt auch sehr verbreitet sind, angenommen haben. Und sich selber halt auch sehr unter Druck gesetzt haben und gestresst haben. Also das gab es da natürlich auch. Aber im Allgemeinen gab es da halt im Durchschnitt auf jeden Fall viel mehr Lebensfreude, viel mehr Dankbarkeit und es wurde viel mehr im Moment gelebt. Ich glaube, ich habe mir übrigens eine Liste geschrieben, ich glaube, dass ich in Mexiko nicht so ein krass ausgeprägtes Sicherheitsgefühl haben könnte. Ich glaube, ich werde mich in Deutschland sicherer fühlen. Das könnte, ja, ich weiß nicht. Es könnte vielleicht so ein bisschen daran liegen, dass man ja auch ganz viel mitbekommt von wegen... Hier und da passiert XY und keine Ahnung was. Und tatsächlich auf dieser Basis, weil ich schon sehr viel gehört habe, dass irgendjemand ausgeraubt wurde, ich glaube, ich werde in Mexiko mindestens einmal ausgeraubt werden. Ja, das ist tatsächlich meine Erwartung. Das klingt jetzt hart, ne? Das klingt hart, wenn man das so sagt, aber ich meine das tatsächlich ernst. Ich könnte mir das vorstellen, dass es passiert. Ist ja auch eventuell vielleicht passiert, liebe Leute. Ja, gut. Punkte Sicherheit und ausgeraubt werden. Womit fange ich an? Ich wurde beklaut. Ich wurde in Anführungsstrichen zum Glück auf eine sehr, sehr nette Art und Weise beklaut. Ich habe einfach nur gemerkt, dass mir etwas fehlt. Ich wurde nicht bedroht, es ist nichts Schlimmeres passiert. Ich habe nur gemerkt, jemand hat sich mein Portemonnaie gegriffen und ist weg. Also ist jetzt auf jeden Fall die netteste Art und Weise, ausgeraubt zu werden. Es gibt sowas von viel schlimmere Stories. Also wenn ihr wisst, was ich alles für Stories gehört habe, Leute... Krasse Sachen habe ich gehört, richtig krasse Sachen. Wo wir eigentlich schon wieder in puncto Sicherheit sind. Ich hatte einen Kumpel, beziehungsweise ich habe den Kumpel immer noch. Also ich habe einen Kumpel, er lebt in Cancun und ich glaube in dem letzten halben Jahr, also in dem halben Jahr, in dem ich da war, wurde er glaube ich dreimal ausgeraubt. Und auf deutlich krassere, schlimmere, extremere Art und Weise. Also ich hatte richtig Glück, dass ich in Anführungsstrichen nur gemerkt habe, dass jemand mein Portemonnaie geklaut hat. Also ich hatte echt Glück, Leute. Also, Punkt zur Sicherheit. Da gibt es einiges zu beachten. In Bezug auf die Stadtviertel, wo ihr wohnt, in Bezug auf die Stadtviertel, wo ihr reinlauft. Ihr müsst wirklich darauf achten, in welchen Stadtvierteln ihr euch bewegt. Ausgeraubt werden, liebe Leute, auch von Menschen, bei denen ihr niemals dachtet, sie würden euch ausrauben. Ja. In Bezug auf ausgeraubt werden, liebe Leute, eine kurze Sache. Ach, ich
ich würde eigentlich echt gerne mehr erzählen, aber eine kurze Sache erzähle ich euch. Meistens sind tatsächlich die einzigen richtigen Bushaltestellen, das sind dann so richtige Stationen, ist so ein bisschen wie ein Busbahnhof. Ja, nicht nur ein bisschen, es ist quasi ein Busbahnhof, liebe Leute. Und da ist es wirklich so ein Ding, da werden ständig Leute ausgeraubt. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass die Leute wirklich Profis sind. Ihr werdet es nicht merken. Gerade wo es halt wirklich sehr, sehr viele Menschen auf einem Fleck gibt und die Menschen gestresst sind, abgelenkt sind, ihren Bus bekommen wollen oder so. Gerade da werden die Menschen ausgeraubt. Also passt da auf. Ihr werdet es nämlich nicht mitkriegen. Ich meine, es reicht ja schon, wenn du aus Versehen in eine falsche Siedlung reinläufst. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das klingt jetzt so hart. Jetzt fühle ich mich richtig schlecht, weil ich das gesagt habe. Aber wenn wir ehrlich sind, dann... Doch, ich könnte es tatsächlich als eine Möglichkeit in Erwägung ziehen, dass es passieren könnte mit dem Ausrauben. Oh Gott. Ja, doch. Was ich aber auch glaube, ich glaube, es gibt sehr viele coole, tanzende, ausgelassene Menschen. Und ich möchte das auch. Ich möchte mir unbedingt die Scheibe abschneiden davon. Ich möchte gerne, ja, ein Stück weit unbeschwerter sein. Weil ich glaube, dass wir in Deutschland auf jeden Fall deutlich beschwerter sind. Dass wir total verkopft sind. Dass wir uns viel zu viele Gedanken um alles machen und alles kaputt denken. Und einfach schon wissen, wie wir in 20 Jahren eventuell vielleicht sterben könnten, so ungefähr. Wenn wir jetzt ABC heute machen, so ungefähr. Keine Ahnung, ich möchte das gerne ableben. Ableben. Das war ein Versprecher. Ich hoffe, es war kein... Ich möchte eigentlich ungern ableben. Es war also kein freudscher Versprecher. Ja, egal. Ich finde auf jeden Fall, wir können uns eine Scheibe abschneiden davon, dass man einfach so ein bisschen mehr Lebensfreude verspürt und ausgelassener ist und einfach wirklich dankbar für den Moment ist. Absolut, liebe Leute. Das ist ja auch genau das, was ich auch gesagt habe. Es ist eine andere Mentalität. Man wird direkt in die Familie eingeschlossen. Und es ist halt einfach wirklich diese Dankbarkeit, dieses im Moment leben, dieses... Ich gebe euch ein Beispiel. Es gab so einen Platz, da haben alle gegessen, weil drumherum ganz, ganz, ganz viele Essensstände waren. Und dann gab es in der Mitte so einen Platz, da waren so ein paar Tischchen und da konnte man sich halt hinsetzen und essen. Die Leute haben so ausgelassen getanzt. Es gab einfach Live-Musiker, die da sich einfach hingestellt haben, fast jeden Tag gesungen haben, Musik gemacht haben. Und wir saßen da zum Beispiel auch mal und dann kamen einfach Jungs auf uns zu und die so, dürfen wir mit euch Salsa tanzen? Wir möchten unbedingt Salsa tanzen. Und... Das ist halt so ein Ding, genau dieses, keine Ahnung, ich kenne euch nicht, ihr sitzt da am Tisch, ihr seid sympathisch, wir wollen Salsa tanzen, lasst uns doch mal einfach zusammen Salsa tanzen, spontan, hier gerade einfach so auf der Straße, weil, warum nicht? Das, Leute, das fehlt mir total. Oh, das war so, so, so cool, ehrlich. Oh, es war so cool, Leute, es war so cool. Und ich persönlich würde jetzt schon sagen, dass ich definitiv dankbar bin für das, was ich habe und für mein Leben, aber... Ich glaube, die Lateinamerikaner, die sind da halt noch viel, viel dankbarer als das, was wir hier in Deutschland überhaupt als Dankbarkeit gefühlt verstehen. Wisst ihr, wie ich meine? War das ein deutscher Satz? Aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ich glaube einfach, Leute aus anderen Regionen sind deutlich dankbarer als wir Deutschen. Ich glaube auch, sie sind viel, viel glücklicher. Und ich möchte mir gerne eine Scheibe davon abschneiden. Ich möchte gerne ein Stück Kultur kennenlernen und einfach mal, ja, dort ganz viele Menschen kennenlernen und... Ich stelle mir das einfach sehr, sehr schön vor. Ich stelle mir das sehr bereichernd vor. Und ich lerne immer verschiedene Denkansätze oder verschiedene... Es war sehr, sehr schön. Und wenn ich daran zurückdenke, könnte ich jetzt heulen, Leute. Ja, wirklich. Es war sehr schön. Dinge, die ich niemals machen wollte in einem YouTube-Video, Tränen in den Augen haben oder heulen. Ich werde jetzt also nicht heulen. Wir gucken jetzt weiter. Oh, ich weiß nicht, soll ich weiter gucken oder mich erst beruhigen? Verdammt. Oh nein. Oh, oh nein, ich will nicht heulen. Scheiße. Tja, here we are. Ich bin kurz vorm Heulen, weil ich es so schön fand. Ich glaube, ich muss eine Pause machen, Leute.